Seid ihr herzlich willkommen bei Zauberdüfte, die Düfte, die bezaubern unserem Leben. Diesmal Sandelholz. Dieser Duft ist schwer, würzig, aber exotisch. Dieser Duft ist sinnlich und erotisch. Hier vereint sich die weiblichen und männlichen Energie, wird auch zum Mars und Venus zugeordnet, die beiden Liebesplanet. Das ist eine Verschmelzung, eine fließende Energie, eine Liebesenergie. Diesen Duft können wir zum Tierkreiszeichen Skorpion zuordnen und hier ist das fließende Wasserelement und gibt uns auch die innere Kraft und können wir auch zum Leichtigkeit zuordnen, zum Luftelement, zum Zeichen Waage. Zum beiden Tierkreiszeichen passt sehr gut dieser Duft. Außerdem über Skorpion herrscht Mars und über die Waage herrscht Venus, wieder das Männliche und Weibliche. Und es ist nicht nur diese Liebesenergie, sondern auch sehr erotische Energie. Erregt auch die Fantasie. Und durch diesen Duft bekommen wir auch tolle Ideen. Nicht nur das, sondern befreit uns von unseren Sorgen, für unseren Ängsten. Man sagt, dass dieser Duft Sandelholz ist der Duft der Transformation. Wenn wir etwas verändern möchten in unserem Leben, diese ganze Erneuerungsprozesse befreit uns von Gefühlen, auch wie Angst, und sorgt dafür, dass etwas Neues entstehen kann und das alles in Harmonie, in einer fließenden Bewegung. Dieser Duft gibt auch uns die innere Kraft, wirkt ausgleichend und hat eine beruhigende Wirkung. Und so könnte ich diesen Duft beschreiben. Wenn ihr noch etwas wissen wollt über Düften oder anderen Produkten, dann besucht meine Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.